Manténganse cerca. A la izquierda aquí. You know, wasn't Fussar one of the fellas Bronte pointed out to us at the party in Saint Denis? Yeah. You're right. I knew I'd heard that name before. So I met up with Leon. That situation with the workers is dealt with. Captured, tied up, beaten. Poor bastards. No, that was me. Are you sure this Hercule fellers ain't just using us? Almost certainly. But he's the best chance we have right now of getting out of this place. Won't be long before someone figures out who we are and sends word to the U.S. So what happened with John and that bank? He survived. Unlike dear Hosea and Lenny. The only one they took alive. Why is that, you think? I don't know. I was already on the roof. I didn't see it. And Abigail, I presume she was able to slip away in time. What are you talking about? You know, when I look back at all the chaos of the past few weeks, the apparent superficial chaos, I begin to wonder, maybe, for somebody, this is all going exactly to plan. Still ain't sure what you're saying, Dutch. Nor am I, quite, but that many Pinkertons arriving like clockwork once again? Puede callarse ya. Estamos cerca. The door is stopped. You'll have to lift it. Pardon me, my queen. Arthur, come help me with this. Just lift it. Okay, ja. Then. Dann wollen wir da mal ran. Almost there. Isam, öffne dich. This way. See, then you pay more. Okay. More. Just a second. Pay more. Pay now. Ach du Scheiße. What are you doing? Oh, Jesus. Easy, Dutch. What was that? Horrible old crone. But you killed her. She was gonna betray us, Arthur. Couldn't you tell? No. Well, I got some Spanish. She was. You keep killing folk, Dutch. I am just trying to make sure that some of us survive, Arthur. Now, shall we proceed? I guess. Listen, son, you think I want any of this? I don't know. Of course I don't. But I made a pledge to you all. We would survive, no matter what. So how did you know she was gonna betray us? What'd she say? It was in her eyes, in the way she was leading us. But you said you knew Spanish. I know human beings, Arthur. Are you gonna strangle me next? I'm doing the best I can. You. I come from Mexico. I never met those men. Does anyone believe him? Oh. Mr. Simon doesn't believe you. Even the mule doesn't believe you. Eso me fue para tanto. Sí que deja de actuar. Sabemos que no estuvo tan fuerte. Fue bastante duro. No. La próxima vez será aún más duro. Bueno, ha sido un placer. Siempre me encantaron los mexicanos. Enough of this. Vamos, carajo. We're going to have to sneak around this way. They're all listening to that fool. They won't notice us if we stay quiet. Oh, ich wollte gar nicht die Mauer da hochklettern. Ja, die haben Javier in ihren Griffeln hier auf der wunderschönen Karibikinsel. Well, I'm sure you got some ideas. Shut up and help me kill them. Okay, dann mal los hier. On my count, you take the one on the right. I'll take the left. Adioso. So much for the count to three. Okay, let's hide the bodies. You grab that one. Dann rauf mit dir, mein Lieber. Hä? Over here. Let's head around the back of the building and see if we can find a way through. Plündern ist auch nicht verkehrt, komm. Wir brauchen ja die Kohle, wir haben ja nichts mehr in der Tasche, seitdem wir auf der Karibikinsel gelandet sind. Und jetzt müssen wir unseren Freund hier rausholen. Ja, es war ja schon echt kein gutes Willkommen heißen, ne? Muss man echt mal sagen. Also, und der Dutch hat echt den Plan, hier wieder abzuhauen und nach Saint Denis zurückzukehren. Das ist der Plan. Und will alle Leute zusammentrommeln und dann nochmal ausräumen und flüchten. Okay. Take the other side of this door. Okay, you take the nearest one on the left. I'll deal with his friend. Zack. Over here. Hautabak. Haben wir ja gar nicht mehr am Start so viel gehabt, ne? Lohnt sich jetzt, den sich zu holen. Und fettes Dank an Langa. Dankeschön für deinen Support. Willkommen in der Crew. Now we need to create a diversion. What do you think? Find another old lady to strangle? That is enough, Arthur. This is a war. Well, if this is a war, then we need to start blowing some stuff up. Exactly. You got any dynamite? Oh no, we don't need dynamite. We got a furnace and lots of sugar. Sugar? Oh yeah. No problem. You'll see. Go close the windows and the doors. Go on, quick. Create enough dust. This place will go. Yeah. Nice. Die Zuckerplantage, da haben sie, das haben sie jetzt davon, dass die Leute alle ausbeuten hier. So können wir den Guten retten vielleicht. Okay, Dutch. Wir sollten langsam hier abhauen. Das Ventil ist offen. Hier wird gleich alles in die Luft fliegen. Okay, da habe ich nichts gegen, Dutch. Geile Mission wieder. Jetzt hier so eine Befreiungsrettungsaktion. Wow. Alter. Wie alles gewackelt hat einfach nur. Let's go. Okay, da brennt der Laden. Und so viele. Ach du Scheiße, doch nicht da lang. Das ist doch voll ein Selbstmord. Warum da lang? Okay, come on. Stell dich jetzt nicht so blöd an hier. Die Schweine, die sind hier überall da. Hab ich den erwischt? Habe ich den erwischt? Verdammt. Nochmal drauf, komm schnell. Aua, das war meine Schulter. Yo. Das war nice. Thank you. All right, let's get the hell out of here. Follow me. Wo ist der? This way, stay with me. We got more on the left here. There'll be more on the way. Come on. Okay, let's move. We're getting on the left here. Boah, hat er sich gerade hinter dieses fucking Fass gerettet. Komm. Weiter, weiter, weiter. Wir kommen jetzt von allen Seiten. Muss man aufpassen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, wie viele sind das? Okay. Flucht durch die Zuckerrohrfelder. Wir werden sich wundern. Ja, Zucker war ja ein riesen Handelsgut damals auch. Und wurde der teilweise, größtenteils sogar damals mit Sklaven angebaut. Von Sklaven primär. Oh Mann. Und gerade in den karibischen Inseln Zuckerrohr nicht nur für Rum ein großes Handelsgut. Okay, wir sollen die jetzt aufhalten, verdammt. Na dann komm mal. Kommt mal her, ihr Schweine. Falsche Richtung, du Arsch. Oh, da haben wir einige erwischt von denen. Oh, fuck. Da oben haben wir eine gute Position. Und der nächste angelaufen. Verdammt, ich muss irgendwie eine bessere Deckung finden hier. Ich glaube, ich habe die meisten. Oder da oben kommt noch einer? Yeah. Die Flucht im Dschungel. All right. Now, we did what you asked. It's like I said. Fussar knows who you are and knows the price on your head. It's a big problem. I see. But if we can silence him, then I can help you escape before anyone has time to get here from America. That way, we all get what we want. We want to get the boat you promised us. And you will. But you have found yourself in the middle of a war, Mifred. Fuso has called in the Navy from Cuba. There's no way a boat could leave right now. Hercule! Hercule, s'il vous plaît! Vite! Vite! Come. Follow me. Was ist da los? So now we have a real problem. This must be the boat he called in from Cuba. That's a goddamn warship. You kinda have to hand it to this feller. So I guess great minds think alike. So what now? We fight or we won. Any of you boys feel like running? So what do we do? I will go get the cannon ready. Okay, let's get to it. Okay, das geht jetzt richtig ab, Alter. Sind die ernsthaft? Alter, die sind hier überall. Okay, Waffen wechseln. Was haben wir denn Schönes nochmal hier, ne? Bold Action nehmen wir mal. Komm, Bold Action ist immer eine gute Wahl auf diese Nummer. Zack. 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 Oh, da wackelt einiges. Hier ist alles gut, ne? Okay. Nur hier vorne. Boah, es wackelt so. Crazy Mission auch wieder. Die wagen richtigen Sturm auf unsere Feste, ey. Da haben sie sich geschnitten. Lange hält das nicht. Ja, Mann. Okay, die Kanone in Position schieben, sagen wir hier. Na, dann komm mal her, mein Lieber. Junge, Junge, Junge. Auf jeden Fall 1-2 Kilo. Bisschen wie Zuckerwatte. Na komm schon, Arthur. Und der Hercules, der schafft das doch locker. Zwei Hercules. Kommen wir ja mit Schiffchen wieder hin. Grab that shotgun, Arthur. There's a lot of guns out there. So, what do we do? I said we push forward, because if we don't, we're going to die here and now. Okay, then. Follow me. This is kind of fun. Okay, let's go. Ich sollte hier hinter. Oh, wie der weggezimmert wurde. Der ist richtig geflogen, ey. Los, Schwitzeros! Willkommen in der Crew. Danke für deinen Prime-Sub bei Twitch hier. Dankeschön. Wow. Okay. Da liegt auch noch irgendeine coole Waffe, die würde ich mir eigentlich gerne noch snacken. Auf jeden Fall ein paar coole Waffen. Das liegt hier. Muss da irgendwas liegen, was geil ist. Und kann ich das nicht aufheben, verdammte Scheiße. Ja, ja, die fighten schon. Machen die schon, die Gurken. Okay, sollten wir uns aber mal mit denen anlegen. Ich habe gerade keine Zeit für so einen Scheiß. So, Bold Action ist eh mein Favorite. So, ab ins Wasser mit euch. Bleibt da schön planschen. Boah, das Schiff ist so heftig, ey. Die hängen da ganz gut hinter ihren Schiffchen. Da kriege ich die gar nicht so easy. Von der anderen Seite, ne? Naja, machen wir die mal erstmal platt. Boah. Scheiße, krieg ich von mir nicht. So, einmal hier runter. Ein bisschen Platz machen. Boah. Scheiße, Mann. Das geht ja ab hier. Du das nirgendwo mehr. Oh. That's the problem. It doesn't matter how many we kill. He will have the money to get more. Watch out! Verdammte Scheiße, keine Zeit zu plündern oder irgendwas hier. Oh, macht das schon. Was mit der Knarre hier? Kann ich nicht nehmen gerade, verdammte Scheiße. Wir haben uns ja keine Zeit zu verlieren. Ich muss hier hoch. Wo ist er lang? Hercule. Wie bist du da lang gekommen? Scheiße, Mann. Ja, ja, ich komme ja. Alter, wo ist der Aufgang? Hier vorne? Wo ist der da hochgeklettert? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Da vorne muss es lang, oder was? Ich hoffe, ey. Ah, hier. Du bist so hochgekommen, Hercules. Sorry, ich habe gerade auf die Waffe geachtet. Habe ich gar nicht gesehen, wo der hochgelaufen ist. Okay. Let's go! War zu niedrig, oder? Da bin ich doch hier, ne? Ja, das läuft. Das ist eine gute Sichtung. Jetzt kommen hier einfach alles rein, was wir haben. Pam! Nachladen. Okay, man muss echt ein bisschen höher ziehen hier bei dem Kanönchen. Mhm. Und nochmal, jetzt haben wir's. Den guten Winkel. Yeah! Geil. Okay, das war jetzt easy tatsächlich. Einfach als dachte. That was quite some shooting, boys. Thank you. What now? Oh, they'll be back. But I found a boat for you, and he should be arriving on the dock anytime now. Great. Micah, go meet with the captain. If he's amenable and discreet, tell him we'll be ready to set sail soon. Bill, come help me collect poor old Javier. Sure. Hercule, it was a great pleasure to make your acquaintance. Was für ein krasses Teil, oder? Das Kanonenboot da. Und was für ein Gemetzel. I thought I was dead for sure. Hi, boys. We got a real problem. Nice Mr. Bussard don't want us going nowhere. He knows just who we are. If he can keep us here for a few more days, well... And what about the captain of the ship here? They got him trussed up like a hog. Guards all over the place. Got us surrounded with gun positions, so when we try to sail out, he's gonna blow holes in us. This fella is really beginning to try my patience. He ain't even had you tortured yet. I like the man's style. It's thorough, nasty, and vindictive. However... In this instance, I don't see we got any alternative, but we go and free our friendly captain and destroy the artillery. For once, I agree with you. Hercule? Oh, I'll fight Alberto Fusa every day I can. All right. Bill, you're gonna guard Javier on the ship here. Micah, Arthur, let's get to work. Hercule, we follow you. Hanale, this way. Quick, let's get up around the back of that artillery post. Es geht direkt weiter, hier Schlag auf Schlag. Keine Atempause im Dschungel, in der grünen Hölle, aus der wir gerne flüchten wollen. Die machen uns das Leben schwer hier. There's two guards. Arthur, come on. Get your knife ready. You take out the first guy and I'll get the other one, okay? Okay. Plant the explosives. You got it secured properly, cowpoke? I think so. Knowing you, I have my doubts. Shut up, Micah. Come on, run! Look out above us! On the roof! Come on! There's another set of cannons up ahead. Der ist aber gut da runtergeflogen. Dongodong. Dingodong. Den anderen holen wir uns auch noch. Ah, der liegt. Ja, ja, Bastardo und so, ne? Hör ich nicht gerne. Ja, hat er nicht die Chatregel gelesen. Der ein Glück. Den hol ich von der Mauer. Oder auch nicht. Er lädt endlich nach. Das kann doch nicht sein, dass ich den nicht treffe. Jetzt aber. Komm auf zwischendurch plündern. Und dann halt nicht. Okay. Nehmen wir die Doppelläufige mal hier. Eine gute Wahl. Kannst nicht lassen. Muss aber gucken hier, ne? Ja, ja, ich komme sofort, ne? Ja, ja, so viel Zeit muss sein. Stell dir mal vor, ich lasse denen die zwei Schuss da liegen. Ah, ich mag das Boot. Aua. Kann ich in die Deckung? Verdammt, ich kann irgendwie nicht in Deckung gehen. Nein, lass es jetzt sein. Mach ich hier den Tarzan. So, haben wir einige umgenatzt. Bisschen Muni sammeln. Oh, schöner Hut übrigens. Okay, die nächsten Kanonen sind abgebrannt. Sehr schön, gut gemacht, Boys. Und wir rennen weiter. Wenn ich irgendwas hier, was uns ein bisschen hier... Guck mal. Guck mal, nehmen wir. Safety first. Let's go! It's in that blue! Ah! Okay, let's deal with these bastards first! Voll gewischt worden direkt. Nachladen. Einmal richtig schön nachladen erstmal. So, und jetzt aber. Aber man sieht ja auch nicht den verdammten Nebel, ne? Boah, das ist echt mies hier in dieser wirklich grüne Hölle. Zack. Da ist noch einer dahinter. Yeah! Wir haben sie. Alright, you get the captain out of that cabin. We'll cover things out here. Ah, mal gucken, was er in der Tasche hat nur eben, ne? Weißt du ja, ne? Man weiß ja nie. Angebrochener Kautabak, siehst du? Zum Beispiel. So, was haben wir jetzt? Nehmen wir mal die Doppelläufige mit, weil wenn wir die Bude jetzt hier stürmen. Okay, er ist alleine. Ah nein, doch nicht. Oh! I got you now, you bastard. We are all bastards, my friend. But only one of us is some would-be emperor's whore. We know who you are. And nobody knows who you are. Not even your goddamn father. You maggots are going to die. Eventually, I'm sure we will. But not today, not because of you. The U.S. Navy is on the way. I am sure they are, which is why you're going to let us leave. Or you are dying right here, my friend. We've killed better men than you fools. Here! Nice. You saved my life. Thank you, Captain. I suppose you men are my cargo. Dutch Vanderlyn, I am sorry you got hurt. Captain's head. Let's go. Gentlemen. Kurze Bekanntschaft. Aber geile Situation. I'm on. What happened to Fussar? He escaped? I didn't see him. Damn it. They have sent reinforcements. Okay, kämpfen wir uns den Weg zum verdammten Schiff frei. Bei der Flucht aus dem Dschungel. Oh, hä? Na gut, dann halt so. Episch sind dann sowas. Oh. Jetzt gibt's auf die Nase. Du hast mir nämlich meinen Hut gestohlen, wenn du so willst. Oh, bin ich was. Hab ich blöd reagiert. Dann mach ich das halt so. Ah, du, Moment. So viel Zeit muss sein. Ein guter Schrot hier. Schieß! Boah, das waren viele. Das sind so viele. Wie viele wir bislang schon erledigt haben hier von denen. Ja, schwierig bei den ganzen. Fussar is up there. In the tower? Yes. Yes, that's him. This goddamn idiot. Come on! We shoot him. We have to take him down. Okay, los geht's. Wir laufen, Freunde. Boah. Alter, dazu Kanone. Soll ich die abschießen? Weil sonst kommen wir nicht da hoch. Okay, let's go. Und dann wollen wir mal. Bisschen höher vielleicht, ne? Oh! Die hat gesessen. Got it for you, Javier. Captain, can you handle the ship? I'll be fine. Come on. We'll get going with the tide before I get any more surprise interviews with local officials. Are you gonna be okay? We'll be like you. We'll disappear probably. Back to Haiti. Believe me, we'll be long gone by morning. Good. Thank you. Oh. We survived. Just about. Heiliger Bimbam, Freunde. Wir sind der grünen Hölle entkommen. What now? What now? What do you mean, what now? I mean, we're headed back to Le Moyne again, and we're all wanted men. We slip ashore one by one, find out what's what. And we don't cut and run now? Head back to Blackwater. No. Why not? Because... The last thing they'll be thinking is for us to turn up. We've been on the run for a while now, and it feels like our luck is turned. You know, and it ain't turning back. We had a good run of it, I guess. We ain't even played our hand yet. We just need to put some more money in our pockets. Make our escape. Broke, alone, they're gonna pick us off one by one, and you know it. Maybe. Not. Maybe. We need to split up, keep a low profile, try to track down the rest, but carefully, see if they sent any mail. Arthur, you check Shady Belle. We'll find each other eventually. We always do. And then what? Then we meet up, we gather the family, we get some money, and get the hell out of there. That's the plan. We all acting crazy, and that's not what I thought we were going to be doing here. We have been in a bad way. Listen. I will kill for my family. Any of you want to judge me for that? That's fine, but that is who I am. Anyone disagree? Anyone?